Sebastian Deißler in Heldenpose der Weltmeisterschaft entgegen. Dies ist momentan eher Wunschbild als Realität, denn Deißler ist unsicher geworden. Erst recht, wenn er in die Öffentlichkeit geschoben wird, um große Ansprüche zu formulieren. Man spürt sein körperliches Unbehagen. Es ihm recht zu machen, ist nicht einfach. Jetzt kriege ich wieder eine super Frage. Deißlers Ablehnung ist nur aus seiner Verletzung zu erklären. Seit 4 Monaten stand er nicht mehr auf dem Platz. Die Karriere steht auf dem Spiel. Natürlich ist es eine bittere Zeit. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Fußballer als so eine lange Verletzung. Ob er je wieder für Hertha Tore schießt, ist fraglich. Und nun sogar, ob er bis zur WM wieder fit wird. Nach der 3. Knieoperation stellt Deißler die Reise nach Asien zum 1. Mal in Frage. Wenn es meinem Knie nicht gut geht, dann kann ich auch keine Weltmeisterschaft spielen. Deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal jeden Tag auf mein Knie und dann werden wir sehen, was passiert. Momentan dreht Sebastian Deißler einsame Runden für sein Comeback. Wenn es erfolgreich verläuft, wird er das Interesse an seiner Person wohl leichter verkraften. Der Beginn der Leidenszeit von Sebastian Deißler. Bei einem harmlosen Zweikampf gegen Ingo Hertzsch vom Hamburger SV verdrehte sich Deißler im Oktober das rechte Knie. Totalschaden. Danach das übliche Operation Reha-Lauftraining. Die Zeit zur WM wird langsam knapp und er gilt doch als Hoffnungsträger der deutschen Nationalmannschaft. Wenn es meinem Knie nicht gut geht, dann kann ich auch keine Weltmeisterschaft spielen. Deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal jeden Tag auf mein Knie und dann werden wir sehen, was passiert. Angeblich soll Deißler erst in 2 Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Sein Werbepartner stellt den Jungstar schon mal in eine Liga mit Zidane und Beckham. Für Basti Fantasti fast zu viel der Ehre. Ich weiß, dass ich noch lange nicht auf einer Stufe mit den Weltstars stehe. Es ehrt mich natürlich, dass man mich so weit oben ansiedelt. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Superstar oder Sportinvalide, dazwischen wird es für Sebastian Deißler nicht viel geben.